Unter den Strahlen der Liebe Impulse für die stille Anbetung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Wichtigste ist die Wandlung. Ein Pfarrer fragte einmal seine Gemeinde, was ist das Wichtigste bei der Messe? Die Wandlung, lautete die Antwort der Gläubigen. Also dann wandelt euch, setzte der Pfarrer den Dialog mit seinen Messbesuchern fort. Denn euer Leben soll eine gelebte, heilige Messe sein. Nein, alles soll beim Alten bleiben, beschlossen die Gemeindemitglieder. Sicher bist du nicht aus dieser Gemeinde. Du bist in die Anbetung gekommen, damit Wandlung geschieht. Die Anbetung soll dich verwandeln und sie wird dich verwandeln. Bei der Anbetung musst du nichts leisten. Es gibt keine verlorene Zeit während deiner Anbetungszeit. Es geht nicht um Erwerb von Wissen, um die Erledigung eines Programms, nicht darum, bestimmte Gebete zu verrichten. Besonders weise Gedanken und Erleuchtungen zu haben, sondern um ein Verweilen beim Herrn, um ein Verkosten seiner Liebe. Du kannst ganz ungezwungen sein. Sei einfach vor ihm, wie du bist. Er will gar keine Leistung, sondern nur deine Liebe. Er will nicht etwas von dir, sondern dich. Du als Person bist ihm wichtig, unendlich wichtig. Er will deine Gegenwart, deine Zeit, sonst nichts. Herr, ich schenke dir meine Zeit, schenke du mir die Ewigkeit. Bleibe einfach in seiner Gegenwart. So kann er dich verwandeln. Litanei vom Allerheiligsten Sakrament. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser. Christus, du Brot des Lebens, erbarme dich unser. Du Gott und Mensch, erbarme dich unser. Du Verborgener, erbarme dich unser. Du in unserer Mitte, erbarme dich unser. Du Osterlamm, erbarme dich unser. Du Opfer für die Welt, erbarme dich unser. Du Quelle der Gnade, erbarme dich unser. Du unsere Nahrung, erbarme dich unser. Du unsere Freude, erbarme dich unser. Du Heil der Kranken, erbarme dich unser. Du Trost der Trauernden, erbarme dich unser. Du Kraft der Sterbenden, erbarme dich unser. Du unsere Hoffnung, erbarme dich unser. Du Brot vom Himmel, erbarme dich unser. Durch deinen Leib, der für uns geopfert ist, Herr, befreie uns. Durch dein Blut, das für uns vergossen ist, Herr, befreie uns. Durch dieses Zeichen deiner Liebe, Herr, befreie uns. Durch dieses Zeichen deiner Treue, Herr, befreie uns. Durch deine Auferstehung und Himmelfahrt, Herr, befreie uns. Durch deine Gegenwart, Herr, befreie uns. Bei deiner Wiederkunft, Herr, befreie uns. Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir stark werden im Glauben, wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir deinen Tod verkünden, wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir deine Auferstehung preisen, wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir nach deinem Mahl verlangen, wir bitten dich,
erhöre uns. Dass wir an deinem Tisch vereint sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass keiner von uns dich verraten wird. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir deinen Weg erkennen. Wir bitten dich, erhöre uns. Dass wir den Weg gehen in der Kraft deiner Speise. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe uns zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, verschone uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erhöre uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Herr, erbarme dich unser.